Heute heiße ich euch wieder herzlich willkommen, wenn es wieder heisst, Kuhnmann LP. Ja, wo sind wir? Das Südfrankreich oder Frankreich mit dem Nathan und dem Sally unterwegs in einem schönen Wald. Der Sally hat vorher den guten Spruch gebracht, dass auch der Nathan ja, der einzige, der auch in Frankreich noch einen Dschungel findet. Irgendwie hat er recht. Ja, auf jeden Fall geht es da um das Buch oder das Tagebuch oder um so eine Karte von Lawrence von Arabien. Ich habe das Gefühl, es geht nach Frankreich sehr wahrscheinlich weiter auf Afrika, Syrien oder so irgendwo her. Mal schauen. Ja, aber schaut jetzt halt das zuerst mal an. Ist das nicht wunderschön gemacht alles? Mir gefällt das. Ich finde es wirklich eines der besten Collections, die ich je gespielt habe oder die ich gespielt habe. Einfach so grafisch. Der Hammer. Macht echt viel Spass. Schatz. Wir suchen da irgendwie einen Weg. Also sind wir wieder zurück. Interessant. Ja, dann müssen wir nochmal rumschauen. Kann es sein, weiter? Nein, geht es auch nicht. Aber komm hier durch. Dann fahr ich gut. Da ist er. Wie in Lawrence Notizen. Vertrau mir doch einfach, Sally. Ja, und ich bin persönlich froh, dass ich da ein bisschen vorproduzieren kann, weil ich merke jetzt an meiner Stimme, es geht von Volk zu Volk bergab da. Aber diese Schlucht war vorhin aber nicht auf der Karte. Scheint ganz neu zu sein. Okay. Komm, wir finden einen anderen Weg. Also einen anderen Weg mit mir. Mündet über den. Hey, ist das eine Panflöte? Ist ein bisschen weit zum Springen, hä? Hier lang. Da oben. Vorsichtig. Ich weiß nicht, Junge. Sicher, dass wir hier richtig sind? Das ist nicht alt genug für ein Kreuzritterschloss. Sieht nach Renaissance aus. Hast du etwa wieder in meinen Büchern gelesen, Sally? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Der Rest kam dann später hinzu. Aha. Jetzt ist die Frage, springen oder hängen und springen. Oder geht es da oben irgendwo durch? Einfach ja. Springen, dann so. Wenn das mal gut geht. Aufpassen. Hey Sally, dein erstes Auto. Oh Mann. Ein 1927er Orban.
Wunderschön. Also, gehen wir mal runter. Ja, und das, Herr Zauberer? Na, Kunst. Ziemlich kitschig. Der Ritter, dem das Schloss gehörte, Lord Godfrey, kam im 12. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Nach Lawrence' Aufzeichnung ist vom Schloss nur der Burgfried und der Garten übrig, den Godfrey etwas aus Arabien mitgebracht hat. Müssten wir es hier finden. Also, suchen wir mal genau. Jetzt bin ich mal hochklettern, sehr wahrscheinlich. Ich versuch die Tür. Geht nicht auf. So kommen wir da nicht rein. Ich kann bestimmt durch das Loch klettern. Da werde ich drauf. Lass mich raten, du bleibst hier und rauchst noch eine. Ja. Okay, fackel das Schloss nicht ab. Würde ich sagen, herzhafter Sprung auf die andere Seite. Was ist mit dem Fenster über dir? Ich will mich nicht verletzen. So. Okay, gut gemacht, Junge. Bin gleich zurück. Und den sehen wir. Coole Nährmaschine. Sehr schön. Verdammt! Das tut weh. Hey Junge, hier oben, hier ist eine Kette. Okay, zurück. Ich schieß das Schloss auf. Pass auf, dass du nichts anderes kaputt schießt. Ich sagte Schloss. Also wo genau? Dort oben. Gut. Also. Dann müssen wir schauen, wie wir da raufkommen. He? Ich will mal behaupten, vielleicht da. Passiert nicht, hä? Wie kommen wir dort rauf? Hat irgendjemand eine Idee? Eine schlaue?
Panik. Wirklich nicht, Leute. Augenblick mal, ich muss mal kurz husten. Wow, das Mikrofon ausstellen dazu macht Sinn. Wie kommen wir da rauf? Ja. Wie geht das? Aha. So war. So einfach ist es. Alles klar? Okay. Wir müssen durch das Chateau zu den Gärten kommen. Dort finden wir den Burgfried. Oh Mann, schau dir das an. Ich nicht auf, dieser Balken ist im Weg. Ja, wir brauchen was zum Hebeln. Schaffst du es bis oben? Ich versuch's. Hey, heb mal mit an. Zum Glück haben wir das alle dabei. Sollte reichen. Ja, ich denke es. Pass auf, da gut auf. Hier ist alles Marsch. Sieht aus, als hing die Kronleuchter an einem Flaschenzug. Ja, holt mal sie runter zum Saubermachen. Hey, da ist so eine Art Mechanismus. Irgendwie darüber. Aber wie? Probieren wir mal die andere Seite, hä? So kann es einem gehen. Aber wir kommen da schon weg. Springen wir mal gut. Das mal. Oh, das ist cool. Ja. Ah. Oh, du bist irre. Pass auf, das Ding fällt gleich von der Decke. Nein, nein, das geht auch gut. Ja. Zusammen. Und dann dahin. Gut. Los geht's! Oh,
Ach, stimmt. Paps. Da. Bin drin. Die Frage ist, wo? Ich kann mal schauen, warte, Sally. Ist das eine Popcornmaschine? Lustig. Sieht so aus. Nein, Spaß beiseite. Sieht schon ein bisschen so aus. Aber ja, interessant. Interessanter Stil für Frankreich. Okay, suchen wir einen Weg zu dem Turm. Aufklettern ist nicht schlecht, habe ich das Gefühl. Schon mal der war, hat ja Radiatoren und so. Wann ist der Radiator erfunden worden? Gute Frage, aber warte mal. Sollen wir da mal zulassen, glaube ich. Hey Nate, der Turm da sieht alt aus. Ja, das ist der aus Lawrence' Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Also, suchen wir da den Turm aus dem Notizbuch von Lawrence von Arabien. Da geht es irgendwie nicht weiter, hä? Nehmen wir das Fenster. Nehmen wir doch das. Cool gemacht. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja? Ja. Ja, da sind wir zurück. Machen wir anders. Aber das ist ja nicht das erste Mal, was uns passiert. Ich finde, wir haben das gut im Griff. Wir kommen für Ski. Wir haben den Turm entdeckt. Hey, Nate! Ist das nicht dasselbe Symbol wie auf dem Turm? Ja. Das bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. In einem Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, wer zu weiß. Einfach. Vielleicht auch nicht. Irgendwas stimmt mit diesen Ritterrüstungen nicht. Kommen Sie mal. Ich habe das Gefühl, das schaut da rein. Man kann die Statuen wohl drehen. Sehr wahrscheinlich haben wir das, ja. Ich glaube, wir werden finden.
Sockel drehen sich. Interessant. Sagt Lawrence Notizbuch was darüber? Mal sehen. Ja. Hier, schau. Vier Ritter. Mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Wie die hier in dem Raum. Und jetzt? Vielleicht müssen wir die Ritter in die richtige Richtung drehen. Ja, aber wie rum ist richtig? Mit dem Schild. Da mit dem Schild schaut auf die Axt. Stockst. Ein Muster. Gut. Dann. Da mit dem Schwert zur Stimme. Ja, das ist jetzt ein Kampfkrieg. Hat man es geschafft. Ja, ein geheimer Weg. Okay. Ja, Rätsel ist spannend. Also, kurz zum Erklären. Es geht auch jeweils das, was der Ritter mit dem in der Hand anschaut direkt. Und wenn man das alles einrichtet, dann geht da der Geheimgang auf. Ja, und der Geheimgang, was sich hinter dem verbirgt, das sehen wir das nächste Mal. Schön sind ihr dabei gewesen, wo es geheißen hat, oder wenn es heisst, Kuhnmann LP. In dem Sinn, ich nehme weiter auf. Für euch, ihr könnt es liken, abonnieren, schön, habt ihr zugeschaut. In dem Sinn, schönen Abend, ciao, ciao.